Moin moin, liebe Zuschauer, die sind hier. Herzlich willkommen in einer neuen Runde Gears of War 3 Multiplayer Live Commentary im Ostrog Event, würde ich mal sagen, ne? Ja, der Boss, ne? Ganz genau. Also, da bin ich mal wieder. Ne? Ist unglaublich so. Ich habe schon so lange keinen Commentary mehr gemacht. Vor allem Headset auf und zocken, so das ist ja. Habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gemacht, deswegen bin ich Osok und da kam schon ein dummer Bot für das First Blood um die Ecke. Es fängt schon mal halbwegs gut an, dass wir das First Blood abgreifen, so, aber es war nur ein Bot, jetzt hätte auch ein Superman sein können oder so. Ist ein bisschen interessanter zu gestalten, weil wir nehmen ja auf und kommentieren, ihr Schweine, also reißt hier mal was. Ist das ein Bot? Ist das ein Spieler? Ja, es ist ein Bot, er bleibt eiskalt, also steht. Der Lefty flippen wir ihn und dann pushen wir forward. Es müssen eigentlich 2-3 Spieler da sein und BAM! Get raped! Mit einem Befire Double habe ich ihn erstmal in den Arsch getreten. Okay, es war kein Double Blindy oder so, aber halt so. Er ist fast knapp geworden, so dieser Vollidiot. Bam! Der eine scheint AFK gewesen zu sein, jetzt kommt Triple. Da wird er dir unter den Fingernägeln weggechockt oder weil du daneben schießt und zu blöd warst. Und wenn man ein bisschen Muni mit, die ist hier ein bisschen der Rahmen, weil man ja immer Bienen gestört und herumschießt. Und ja, was kann man erzählen? So, ich habe erstmal letzte Zeit, glaube ich, nur Osok gespielt, alleine, so fast so vor mich hin oder maximal mit Avenged Günther oder Anxiety, ne? Vielleicht war auch mal einmal, zweimal Stunner dabei, aber sonst bin ich immer so für mich alleine irgendwie gewesen. Sportsmann hat auch ein, zwei Runden mal mit mir gespielt, aber ich war sonst immer so alleine für mich hin. So, Eddie ist gestorben, der, keine Ahnung, der ist zum Fitnessfanatiker geworden. Eddie, ich hoffe, du siehst das, hör auf Sport zu machen und komm wieder in die Xbox, du Hund. Kommt, wenn er mal online kommt, na Leute, dann müsst ihr es vorstellen, er kommt in die Party. Da, hi. Ja, ich muss jetzt aber auch gleich nach der Runde erstmal schon wieder weg. So, dann fragst du, was ist, weil es ist ja schon 8 Uhr oder 9 Uhr abends, so. Sagt er, ja, ich muss erstmal was essen. Kommt er erstmal um 10 Uhr noch mit so einem Snack um die Ecke, so. Das geht ja gar nicht, ey, mitten in der Gaming-Runde. Und dann sagt er, oh ja, wir sehen uns nächstes Wochenende wieder. Jetzt muss der Boss immer ganz alleine spielen, so. Und dann kommt er gar nicht klar, so. Das ist überhaupt nicht so, ne. Come on, was ist da los? Warmfisch! Dreckige Hure! Irgendjemand schießt mir in den Arsch! Schnell weg! Er muss mir in den Arsch geschossen haben! Das war full red! Ja, jetzt kam noch von mir. Oh, komm, wir pushen jetzt, reden ihn voll in den Arsch! Come on! Get raped! Come on, roll that up! Roll that up! Wir feiern Double! Yeah. Wäre doch zu Nasty gekommen, jetzt ein Dubline, die zack im Rooftop-Event beim Live-Commentary, was ich nach langem mal wieder mache, so BAM gleich erstmal, aber... Ja, nee, irgendwie spielt man fast immer alleine, so, das ist ein bisschen schlimm, so, und jetzt... Jetzt stirbt man erstmal gleich weg, so, und ja, da ich Rooftop gespielt habe, immer so gab es halt Clips so nachgeworfen, hier mal ein Super-Double und da mal ein, irgendwie ein Müll und so, keine Ahnung, so habe ich also schon Randy 7 für euch auch parat und die Gears of War 3 Montage ist auch irgendwie schon seit Ewigkeiten ja fertig, aber nie abgeloadet worden, weil ich immer so mit dem Outro und so nie zufrieden war, habe ich mir immer einen Keks so geärgert, das sah immer voll schwul und scheiße aus, Floopy hat mir geholfen, es fertig zu machen, es ist schon hochgeladen, also, hier, dring, Beweisbild. Irgendwo eingeblendet jetzt, keine Ahnung, muss ich später machen. Ich kann jetzt nicht so. Come on! So viele Köpfe! Ich werde gerade tierisch nervös! Come on, geh weg! Jetzt bash ich dich, Alter! Come on! Wo ist er? Oh nein! Ja, und da machst du ein Double, machst ein Beef ein, dann machst du erstmal Active Reload vorhin. Danke. Damit schießt du dir jetzt schon selbst mit Beinen, schmeißt dein Double gerade erstmal voll über den Haufen. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich schon mordsmäßig jetzt irgendwie wieder so ein bisschen vorgearbeitet. Ja, was heißt vorgearbeitet? Das sind random Clips, die gibt es nachgeworfen. Montage war halt schon Ewigkeiten irgendwie so fertig, aber ich war nie mit zufrieden. Floppy hat mir geholfen nochmal. Dankeschön an Floppy so fürs Outro so. Ich weiß nicht, wann es online gehen wird. So, dann ärgert Floppy so. Das ist der Meister der Videos. Den müsst ihr dann anschreiben und immer sagen: Hey, Floppy, wir wollen das jetzt haben oder so. Da habe ich keine Entscheidung drüber. Ich bin einfach so. Ich dachte so, hier habe ich Video. Floppy, mach was draus, sag ich dann. Ich muss wirklich mal wieder ein bisschen mehr anfangen, hier so Krippel, glaube ich, für euch zu spielen. Na gut, jetzt kann ich ja mal Gears 3 Osorg für euch machen, oder mein Team, Standardteam, der schon macht mir eigentlich noch mehr Spaß. Wenn er nicht gerade irgendwie eine Sword auf Schwuchtel rumläuft. Oder so wie im Osorg, da gibt es dann nicht die Sword auf Schwuchtel, da gibt es die Smoke Tag Fagger, die Boltok Schwuchteln und die verprügeln so. Da kriegst du auch immer voll den Rage, so ey. Ich hab mich letztens schon wieder einen Pad voll in die Wand gekloppt, so, es war gleich danach. Wovon habe ich gerade geredet?
Was habe ich gerade erzählt? Fahrt zur Hölle! Spiel Judgment! Okay, ganz ruhig. Du hast nur dieses eine Pad nur noch. Also ich habe einen unheimlichen Verschleiß in der Gears 3 Zeit und Gears Judgment Zeit, glaube ich, gehabt an Pads. Ich habe jetzt, glaube ich, meine 5, 6, 7 Pads an die Wand geschlagen, Alter. Und das Gears 3 Pad ist nicht direkt kaputt. Aber was ich quasi als letztes, was ich hatte, ist nicht direkt kaputt. Aber wenn ich in der Headset reinstecke, funktioniert das gar nicht so. Also deswegen höre ich mich an wie Frankenstein aus der Hölle, glaube ich. Ja, du hast keine Muni. Fahr zur Hölle! Ich weiß jetzt gar nicht, ob das der ohne Muni war. Auf jeden Fall habe ich irgendjemand jetzt da gebiefeiert und dann ist der da down gegangen für den nächsten Headshot. Deswegen, es tut mir leid, wenn sie keine Muni hatten, aber sie standen halt da mitten in meinem Schuss, ne? Bei drei Köpfen, irgendjemand wird schon treffen. Die hätte ich jetzt gerne gehabt, diese dreckige Bouncing-Fussi. Sweaty get destroyed. Ich finde das auch immer extrem geil. Man spielt sich so einen zusammen. Und dann gehst du ab und machst du Nasty Blindfire Superman oder so. Und das erste, was du siehst, ist, wie die Hälfte der anderen Gegnerspieler irgendwie die Kurve kratzt und sagt so, ne, das lass ich mit mir nicht machen, so. Das kotzt mich auch ganz tierisch an. Man kann ja vorsichtig spielen, so jetzt sagen wir Corner snipen oder was weiß ich, kannst du ja machen, aber ich würde doch nicht immer von dem Headshot wegrennen, wenn ihr mir gerade am Abgehen ist. So, ich würde doch eher hingehen und ihn in den Arsch treten wollen, so. Statt schwul zu sein und ey, come on, I need ammo. Und den Spruch hätte ich gerne aus Battlefield in dem Spiel gehabt. Need ammo. I need ammo. I need ammo. Ammo. Ich höre ja auch gerade irgendwie neue Musik, keine Ahnung jetzt genau, wie die Band heißt hier. Ist das? Könnte Thousand Foot Crush sein oder The Wreckage. The Wreckage, glaube ich. Keine Ahnung, ich bin mir nicht sicher, ich poste die Mucke für euch da unten in die Beschreibung rein, weil andauernd, wenn ich irgendwie mal Gears Videos mache, alle fragen mich, was ist denn da für Mucke laufen? Ich finde die voll cool. Keine Ahnung, ist die wirklich so cool? Das ist doch so Standardmucke so. Aber für Gears immer sehr passend, so ein bisschen actionreichere Mucke zu nehmen, oder? Weil das Spiel ist ja auch so actionreich. Oh, come on. Sweaty. Challenge accepted, oder was? Bounce er sich da den Arsch ab. Come on. Ich hab 5 Schuss. Er hat schon wieder keine Muni. Ich will dann auch nicht so ein Arschloch sein, ihn gleich wegballern, so. Ich kenne das ja auch, dass ich keine Muni hab, so. Weil irgendwie scheinen wir jetzt schon noch in einer halbwegs normalen Lobby zu sein. Wir sind jetzt einmal down gepuncht, das geht ja noch so. Also ich habe Lobbys erlebt, man, da wurdest du nur gesmoked. Diese gespawnt haben Smoke in der Hand genommen. Haben angefangen, die zu verprügeln. Das kriegst du ja einen schon in der Waffe. Oh nein, ich sehe schon. Schlechtes kommen, zu viele Köpfe für Borsti, da kommt er nicht mehr klar. Guck, da hat schon eine Voltok, aber ich weiß nicht. Voltok-Guy. Schmeiß mich mal. Noch einen Schuss habe ich. Komm on, Squash-Blatt, mach ihn kaputt! Und er rapt ihn. Kranker Bastard, Alter. Ich weiß nicht, ob er durch die Smoke geschossen hat, aber ich hab's ja nicht gesehen. Ah! Oh, jetzt Nasty off the wall in die Fresse geschossen mit dem letzten Schuss. Was machen wir? Kotzen ihn an. Er läuft einfach rein, Squash nicht reinlaufen, einfach ohne mich. Spoltock ich wie ein Faggot hier rum. Oh nein, Squash. No way, my ammo. Dann gib mir die. 13 Schuss bin ich auch mit zufrieden. So. Der konnte sie eh nicht brauchen. Spielt mit der Voltok und hat 13 Schuss am Beat. Oh Gott, eine Schandleistung von halbe Stunde Aim. Oh, Nasty den Zuma verkloppt, Alter. Wäre mal einen Meter weitergegangen und der andere nicht gestorben, hätte ich einen gehabt. Oh. Wenn du über der Deckung springst, kann ich euch gleich schon sagen, wenn ihr mal gegen mich spielt und ihr über Deckung in dem Osog springt, könnt ihr ganz damit rechnen, dass ich immer auf euch drauf klopfe. Ich will den Nasty Hangman haben. Nasty Hangman Dub, das fehlt mir echt. Come on. Wir haben noch 55 Sekunden, da muss noch irgendwas passieren, oder wir killen sie alle in 55 Sekunden. Verdammt, Mann. Okay, es hat den richtigen getroffen. Verdammt, der krabbelt weg. Den kann man auch noch am Boden kaputtballern. Den würde ich nicht mal aufstehen lassen. Der hat mich totgeschlagen, die miese Ratte. Das wissentlich. Das ist ja eine Schandentat, das ist. Come on. Er ist die Blind Fire Superman. Alle hinterher. Oh. Da ist aber einer gerade durch die Luft geflogen. Das habe ich aber genau noch gesehen. Come on. So, noch irgendwas Nassiges jetzt für euch. Oh. Ich hab's voll drauf, Beefy, jetzt ganz nah an dir vorbeizuschießen. Hier, komm mal her. Ah.
Damn you, come on. Ah! Mann, way! Das war's. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte unterhalten. Die Runde ging doch irgendwie schneller um in meinem Kopf, als ich dachte. 11-2 mit MVP und bam, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder so.